Willkommen zu Lautlos, heute aus einer eher unbekannten Dorfdisco namens U4. Hier präsentieren heute drei junge Punkrocker ihre neue Platte. Und da sind die Jungs, zumindest zwei Drittel der Band, Three Feet Smaller. Hallo und grüß euch. Abdi. Markus und Roberto. Servus, hallo. Wir hatten ja schon mal das gar nicht mal so unzweifelhafte Vergnügen beim Aerodrom 2006 war das? Ja, ich habe mir es vor 3 Monaten, glaube ich, sogar auf YouTube angeschaut. Ja, schön war das. Damals in der guten alten Zeit beim Aerodrom. Ich möchte aber zum Einstieg, bevor wir euer neues Album, das ihr heute im U4 präsentiert, ein bisschen eingehen, noch ein bisschen weiter zurückgehen und mit einer kurzen Punkrock-Legende einer österreichischen aufräumen, die auch mich betrifft, weil ich ja als seriöser Musikjournalist, der ich ja bin, natürlich auch ein verkappter Musiker bin, ein chronischer Volkfreier, wie es sich so gehört. Ne? Und ich hatte mal eine Punkband, die hieß Radio Wahnsinn. Und damals war es eines der größten Dinge, Ende der 90er, in der Arena mal zu spielen. Das haben wir geschafft, bei der Arena Bierwoche. Ah, da waren wir, glaube ich, mal, oder? Nicht? Dann war ich als Gast mal dort. Es war so, wir haben dort mal aufgebaut und dann kam so ein blond gefärbter Punk auf mich zu und hat gefragt, ob er nicht auch spielen könnte mit seiner Band, ein paar Nummern. Unter anderem war dann dabei ein Cover von Britney Spears. Das war ich mit Pubertät, oder? Jetzt weiß ich wieder, dass ich dort war. Da war auch 1,5 Liter, glaube ich, oder? Das ist gut möglich, 1,5 Liter. Ja, die waren aber und super. Irgendjemand hat die Frechheit besessen und gesagt, hey, können wir auch mal kurz spüren? Und gesagt, ja, ist mir wurscht, fragt den Veranstalter. Dann war das geklärt und seid noch hergekommen, hey, Gitarre, können wir uns Instrumente ausbeugen? Ja. Hallo? Ja. Naja. Es hat funktioniert, ihr habt es dann gespielt. Ne? Also, wirklich? Das kann man nämlich nicht mehr erinnern. Ihr habt es gespielt, ich weiß es noch, ihr habt Britney Spears gekannt. Cool. Aber, hey, bitte, auf den Arena-Bierwochen Britney Spears spielen. Jetzt weißt du, wem ihr euren Volk, eure Grundfesten verdankt, nämlich meiner Gnade, dass ihr spielen habt dürfen für uns. Danke, danke. So, wir gehen gleich ein bisschen mal auf euer neues Album ein. Davor zeigen wir aber noch ein Video. Ihr habt ja auch fleißig Videos gedreht zu der Platte. Ich glaube schon 3 mindestens ungefähr. Na, 3,5 kann man sagen. Das ist ein Video namens Headlights. Okay. Das ist jetzt nicht als wirkliches Video-Ding, ist, weil es eigentlich ein Zusammenschnitt von der Punk-Step-Tour 2006. Wir schauen uns an Tonight. Here by your side as long as you want me to. So don't let me go. Take your hands and heal my broken soul. Make me feel like I'm something special. Something special tonight. It's a great thing. Fit Smaller mit Tonight, nach einer grandiosen Punkrock-Karriere mit einer Band namens Pur Buoyancy und 3 Alben mit Three Feet Smaller sind wir heute im U4 gelandet, um euer 4. Album hier ein bisschen zu feiern. Hat ja doch 3 Jahre gedauert, du hast sehr viel inzwischen was anderes gemacht, ein Solo-Album war von dir am Start, glaube ich. 2 Songs haben auch zum Film-Soundtrack zu In 3 Tagen bist du tot gefunden. Ja, aber nicht zum Solo-Album. Ja, nein, ich meine nur von Three Feet Smaller jetzt so. Ich versuche kurz so einen Überblick zu machen, den Rest kann man ja nachlesen auf der Website, steht ja alles sehr schön. Was wirklich neu ist, ihr seid jetzt auf einem Major-Label seit kurzer Zeit bei Sony BMG. Wir machen ja sehr viel mit jungen Bands, die auch groß herauskommen wollen. Wie ist das? Habt ihr das gemacht wie Luttenberger Klug? Habt ihr vor einer Studio- oder Produktions-Boss-Tür ein Lied getrellert oder haben die euch einfach angerufen? Geschichte glaubst du oder was? Wir haben das Album selber aufgenommen
und haben es dann einfach verschickt, klassisch, ja, an verschiedene Labels, von ganz kleinen bis Major-Labels, und haben dann gewartet, was für ein Feedback kommt, und das war eigentlich echt positiv. Und dann haben wir verhandelt und sind zu einem Nenner gekommen, zum gemeinsamen. Na bitte. Also darf man gratulieren dazu. Ja, gerne. Danke. Ihr habt ja ein doch eher selten, ERV macht sowas sehr gerne, ein Konzeptalbum gemacht. Warum dieses und worum geht's ganz kurz? Ich glaube, vor 3 Jahren oder so ist das schon entstanden, wobei da war das extrem klein noch gehalten, da war einfach nur die Idee, einen Tag quasi zu vertonen. Und über die Jahre, was wir daran gearbeitet haben, ist es einfach immer mehr geworden. Bis hin, wenn es ein Tag ist, dann soll es logischerweise Titel auch ein Datum sein. Was für ein Datum? Nehmen wir ein echtes, nehmen wir ein fiktives, geben wir eine Jahreszahl dazu. Und lauter ist halt dann immer weiter gesponnen, bis halt jetzt zum Ergebnis December 32nd gekommen ist. Das heißt, da geht es um einen Tag und Songs zu verschiedenen Tageszeiten. So halt. Genau, richtig. Also das Konzept, das ist eben dieser 32. Dezember, also das Ende und Anfang des Jahres. Und was das Textliche betrifft, das werde ich sehr oft gefragt, eben wo da der Zusammenhang ist zu dem Ganzen, der ist nicht da. Der ist aber absichtlich nicht da, weil das Konzept ist ja, dass es eben ein Tag ist und du hast 12 verschiedene Geschichten, die an dem Tag passieren. Okay, eine letzte Frage. Ich habe bei den Bonustracks, da gibt es eine Nummer, habe ich rausgefunden. Austria has the most beautiful cellars in the world. Ja. Willst du irgendwas dazu sagen? Will ich was dazu sagen? Der Titel ist absichtlich so gewählt. Provokant? Na, das würde ich jetzt nicht nennen, weil, Entschuldigung, ich finde unsere Keller herrlich. Sieht man ja auch oft in den Zeitschriften, anscheinend sind die ja sehr schön. Ne? Der Text aber ist eigentlich das wirklich Interessante an der Nummer, weil es geht eigentlich darum, was für Psychopathen außerhalb von Österreich herumrennen. Und da sind wirklich einige Freaks dabei und ich zähle einfach alle auf. Also es geht eigentlich gar nicht um Österreich. Der Titel bezieht sich nur auf... Ich kann dir die komplette Geschichte erzählen, wenn es dich interessiert. Ich habe leider die Zeit nicht, aber blog's doch mal, ich schau's mit an. Blog's? Okay. Soweit von den Bowling Punks und ihrem neuen Album hier im U4 in Wien. Das war das erste Lautlos 2009. Das nächste Mal sehen wir uns bei, keine Ahnung, aber wir werden wohl sehen wollen. Bis dahin, ciao, Papa.